Der im Zusammenspiel mit wem? Mit Weppu. Und der Norweger schließt auch ab. Wostri in die falsche Richtung unterwegs, auf dem falschen Fuß erwischt. Kann nicht retten. Nach exakt 134 Sekunden führt der Meister. Die Geschichte hat einen kleinen Schönheitsfehler. Den Schiedsrichterassistent Robert Steinacher übersieht hier beim Abspiel von Ulmer die Abseitsstellung von Freddy Gulbrandsen. Ganz knapp ist der Norweger hier. Vorne das Schiedsrichterteam rund um Petru Čukirka unterbricht nicht. Und so heißt es nach 2:14 1:0. Ein kleines Handspiel war auch noch dabei von Gulbrandsen, aber definitiv zu einem Tor umgemünzt. Aber die Salzburger antworten sehr schnell. Was für ein wunderbarer Pass von Dabur. Und noch toller die Abnahme von Enoch Mwepu. Zum ersten Mal ist der 20-jährige Afrikaner von Beginn an dabei. Und dann dieser Treffer zum 3:1. Wunderbar auch die Vorarbeit von Munas Dabur. Bittere Bilanz für Andreas Leitner in der ersten Spielhälfte. Drei Schüsse.